Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, Herr Cooper, von unserem Entschließungsantrag, von einem schlechten Antrag zu sprechen, wenn man selber hier so einen einseitigen Wisch hinlegt, das finde ich dann schon auch bemerkenswert, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber das nur als Vorbemerkung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren ja das Thema nicht zum ersten Mal hier im Landtag. Und dass es hierzu erneute Anträge der FDP-Fraktion und der CDU-Fraktion gibt, das finde ich dann schon erstaunlich angesichts der Tatsache, dass sich ja an der Sachlage rein gar nichts geändert hat und man einfach sagen muss, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung weder dazu geeignet ist, die Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus den Maghreb-Staaten zu reduzieren, noch, und das wird ja häufig unterstellt, ist er dazu geeignet, die Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber zu beschleunigen. Zum Verfahren, was man zu diesem Gesetzentwurf sagen muss und zu dem Verfahren aus unserer Sicht, ist es höchst bedenklich aus verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Gründen. Und das ist ja nicht nur die Meinung und die Position, die es bei uns Grünen gibt, sondern das ist das Ergebnis einer Anhörung im Deutschen Bundestag, wo alle Sachverständigen genau diese verfassungsrechtlichen Bedenken ja geltend gemacht haben. Und ich habe mir hier ein Zitat rausgesucht, was, glaube ich, exemplarisch steht für viele Positionen, die dort im Ausschuss getätigt wurden. Und ich würde gerne den Rechtsanwalt Dr. Reinhard Marx zitieren, der im Deutschen Bundestag in der Anhörung gesagt hat, am 21. April 2016, Zitat: Schließlich stößt das Verfahren, das der Gesetzgeber gewählt hat, auf schwerwiegende verfassungs- und unionsrechtliche Bedenken. Im Gesetzentwurf wird keiner der Berichte des Menschenrechtszentrums der Vereinten Nationen und von internationalen nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen berücksichtigt, obwohl hierzu nach Unionsrecht eine Verpflichtung besteht und in diesen Berichten eine durchgehende und weit verbreitete Praxis von Verletzungen der Menschenrechte in vielfältiger Weise aufgezeigt wird. Zitat Ende. Und dann frage ich mich, Herr Cooper, warum führt man eigentlich solche Anhörungen im Deutschen Bundestag durch, wenn man die Ergebnisse schlicht ignoriert und von vornherein darauf nicht hört, weil sie einem nicht passen? Dann frage ich mich wirklich, warum macht man solche Anhörungen im Deutschen Bundestag? Und ich möchte, Herr Lürbke, auch noch mal auf das Thema Abschreckungseffekt kommen, weil Sie das ja hier angeführt haben als das große Thema. Man würde jetzt die Flüchtlinge abschrecken, wenn man diese Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären würde. Und da will ich noch mal auf das Thema Balkan zu sprechen kommen. Dieses Beispiel hatten Sie ja auch genannt. Und ja, wir hatten hohe Zahlen von Zuwanderern aus dem Kosovo und aus Albanien Anfang des Jahres 2015. Im Februar 2015 lag die Zahl der Personen aus dem Kosovo bei knapp 7.000 Personen. Das war der Höchststand der Zahlen. Danach gingen die Zahlen zurück. Und noch vor der Einstufung, und das ist jetzt wichtig, Herr Lürbke, noch vor der Einstufung als sichere Herkunftsländer, mit Stand Oktober 2015, waren es ungefähr 620 Personen pro Monat. Das heißt, dass die Reduzierung der Personen von knapp 7.000 auf 620 Personen pro Monat im Laufe des Jahres 2015 erfolgt ist. Und das ohne die Einstufung als sichere Herkunftsländer. Und da muss man einfach sagen, Ihre Behauptung, die Sie hier aufstellen, ist nachweislich, wirklich nachweislich, anhand der Zahlen faktisch falsch. Und das müssen Sie sich dann als FDP auch mal ehrlich machen. Schauen Sie sich doch mal die Zahlen und die Realität an. Und wenn man sich jetzt die Zahlen aus dem Maghreb anguckt, muss man auch hier sagen, dass wir momentan eine fallende Linie zu verzeichnen haben. Im Jahr 2015 noch 6.444 Zugänge aus Marokko hier in Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2016 sank die Zahl schon auf 2.400 Zugänge. Also auch hier haben wir momentan einen Rückgang. Und man muss doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, ja, bitte zur Kenntnis nehmen, dass die Rückführung dieser Personen nicht an den sicheren Herkunftsstaaten scheitert, sondern an der fehlenden Kooperation der Herkunft. Das ist doch das Problem, und da hilft auch Ihre Einstufung als sichere Herkunftsstaaten rein gar nichts, weil eben Fakt ist, dass es an den Herkunftsländern selber liegt. Und hier ist aus meiner Sicht, das will ich ja noch mal deutlich sagen,
aus meiner Sicht ist hier die Bundesregierung in der Pflicht, das doch endlich mal als Aufgabe zu erkennen und mit den Herkunftsländern zu sprechen und das zu klären. Und vielleicht müsste Merkel das dann mal als Chefinnensache machen, wenn die zuständigen Minister der CDU das nicht hinbekommen, diese Verhandlungen zu führen. Und dann brauchen wir keine Problemlösung, was sichere Herkunftsstaaten angeht. Dann brauchen wir diese Verhandlungen und keine Scheindebatten, die von den wirklichen Problemen ablenken, meine Damen und Herren. Thank you.